Hallo, meine Lieben. Schön, dass ihr jetzt hier bei mir seid. Es freut mich sehr, dass ihr zu mir gefunden habt. Ich schicke euch sonnige Grüße. In dieser Legung geht es um die Liebe und zwar, was du jetzt wissen sollst in Bezug auf die Liebe. Ich schaue für dich in die Karten und ich lege heute das Tarot of the Moon Garden und die El Ki Orakelkarten. Alle Informationen dazu unten in der Infobox. Und du schaust, ob du mit dieser Legung in Resonanz gehen kannst. Es kann sein, dass nicht alles, nicht zu 100% mit dir, mit deiner Situation übereinstimmen wird. Aber du hast diese Legung gefunden und es warten hier Informationen auf dich. Du bist auf diese Legung aufmerksam geworden. Deswegen hat diese Legung dir etwas mitzuteilen. Ich ziehe erstmal eine Orakelkarte und betrachte das Ganze mal von oben. In dieser Karte sieht man sehr schön, dass es um die Liebe, um die Hoffnung und um die Partnerschaft geht, hier in dieser Legung. Die Karten bestätigen es. Und es geht hier um die Hoffnung, um deine Hoffnung oder vielleicht sogar um die Hoffnung deines Gegenübers. Du hast zum Beispiel die Hoffnung noch nicht verloren, beziehungsweise die Karte soll dich darauf aufmerksam machen, dass du die Hoffnung nicht aufgeben sollst. Das könnte hier auch so sein, ja? Und es geht um die Liebe und es geht um Partnerschaften. Vielleicht befindest du dich momentan in einer Partnerschaft oder du hast jemanden kennengelernt und fragst einfach, wie geht es weiter? Was soll ich wissen in Bezug auf die Liebe? Vielleicht ist es auch eine komplizierte Situation. Du weißt nicht so recht, was du jetzt machen sollst. Du weißt nicht, wie es mit euch weitergehen wird, ob ihr überhaupt jemals zusammenkommen werdet, welche Tendenzen das Ganze mit euch hat, ja. Und ich schaue einfach in die Tarotkarten für dich. Also, die sind wichtig, die beiden. Oh, okay. Ja, sieht ganz gut aus, würde ich mal sagen. Der Ritter der Münzen und die Acht der Münzen. Und der Ritter der Schwerter. Und dann habe ich hier die zwei der Kelche. Also die Verbundenheit. Die Liebe. Die Karten springen einfach nur so raus. Dann das Ass der Schwerter und ganz zum Schluss die Welt. Also was du jetzt in Bezug auf die Liebe wissen sollst. Ich habe hier für dich was sehr Interessantes. Ich habe hier für dich zwei Ritter, den Ritter der Münzen und den Ritter der Schwerter. Beide reiten zu auf die Acht der Münzen. Ritter der Münzen, Ritter der Schwerter, und Acht der Münzen. Acht der Münzen, das ist hier der Fokus, die Arbeit. An der Verbindung, an der Liebe arbeiten, sich darauf fokussieren, konzentrieren. Jetzt ist die Liebe am wichtigsten. Jetzt sollte man das Ganze in Angriff nehmen. Ich habe das hier so, dass das von, weil ich habe das hier so in den Karten, dass was bei dir jemand ist. Ich sehe das so, das ist ja doch eher eine Legung für alle die, die sich in einer Verbindung befinden, wo jemand da ist. Und vielleicht sogar zwei Parteien sind da. Also zwei potenzielle, mögliche, zukünftige Partner. Könnte sogar so sein, weil ich habe hier zwei Ritter. Kann aber auch natürlich nur eine Person sein bei dir, ein Gegenüber, ein Herzensmensch. Können aber auch zwei sein. Es ist doch eher weniger eine Legung für Singles, ja. Also, wenn du Single bist, das ist doch nicht die Legung für dich. Das sage ich von Anfang an, ja. Und
Hier, die acht der Münzen. Also, die acht der Münzen, das ist der Fokus. Man reitet auf die Arbeit in der Liebe, auf die Arbeit in der Verbindung zu dein Gegenüber und du. Es kann sein, dass du zum Beispiel hier der Ritter der Schwerter bist und dein Gegenüber der Ritter der Münzen. Kann auch natürlich andersherum sein. Hier habe ich die Erdenergie, hier habe ich die Luftenergie. Ja? Kann, muss nicht also unbedingt ein Erdsternzeichen sein oder ein Luftsternzeichen sein, kann aber, wenn du es brauchst, wenn du diese Information als wichtig erachtest, dann ist diese Information jetzt für dich. Es kann aber auch nur sein, dass zum Beispiel, wenn du der Ritter der Münzen bist, dann bist du einfach sehr sicherheitsbedürftig, auf Sicherheit gedacht, arbeitsam und magst alles, was ja eher Festigkeit hat, als dass es irgendwie so fließend ist. Also du magst doch eher zum Beispiel Boden unter den Füßen zu haben, eine gute Grundlage und dann kann man sich was aufbauen. Und hier der Ritter der Schwerter, das ist natürlich die Luft oder auch jemand, der sehr verkopft ist, ja, im Kopf lebt. Herz kommt auch zum Tragen, aber wenig. Und hier spielt Herz und Verstand schon eine Rolle, aber dazu kommt noch die Sicherheit. Irgendwie was zum Festhalten haben, was worauf man sich hier einlässt. Und hier kann man schon Risiken eingehen. Der König der Schwerter ist schon eher risikofreudiger, aber trotzdem muss ein Plan her, ja? Und man macht sich immer viele Gedanken und man versucht, alle Möglichkeiten irgendwie so durchzuspielen hier im Kopf, ja. Und der Ritter der Schwerter, der verlässt sich nicht auf sein Herz, eher weniger, mehr auf den Verstand, ja. Und ich habe das hier so, dass der Ritter der Schwerter nicht davor zurückschreckt, mal auch anzugreifen, ja. Also die ganze Sache in die Hände zu nehmen und einfach machen. Das ist auch jemand, der hier eher Unabhängigkeit sucht, unabhängig ist, also zum Beispiel selbstständig, wenn es um die Arbeit geht. Und hier der Ritter der Münzen, der ist doch eher in einer Festanstellung, in einer Firma, in einem Betrieb, der zum Beispiel auch sehr viel Sicherheit einem geben kann. Ja, eine sichere Stelle. Das könnte zum Beispiel auch hier sowas wie Beamter sein oder auch jemand in einer Behörde. Das bedeutet nicht, dass es nicht ein Handwerker sein kann, aber eher nicht selbstständig, sondern als Angestellter. Ja, und wie gesagt, das könntest du sein, das könnte dein Gegenüber sein, aber es kann auch andersherum sein oder bei dir sind zwei potenzielle mögliche Partner, aber jetzt schon da irgendwie, ja? Und ich habe hier, falls das zwei sind, die reiten beide auf den Fokus bei dir zu. Also sie werden sich auf dich fokussieren, sie fokussieren sich auf dich. Ganz konkret, es könnte sein, dass sie miteinander um dich kämpfen werden, falls es zwei sind. Wenn nicht, dann bist du zum Beispiel das hier und das ist dein Gegenüber oder andersherum und ihr beide legt den Fokus jetzt auf die Verbindung. Das ist das Wichtigste. Man nimmt das in Angriff, zum Beispiel hier der Ritter der Schwerter nimmt das in Angriff und der Ritter der Münzen macht einfach mit, ja? Bringt sich ein und versucht auch hier vielleicht sogar erstmal diese Grundlage zu schaffen, auf der dann der Ritter der Schwerter das Ganze dann weiter aufbauen, mit aufbauen kann in einer Verbindung oder in einer entstehenden Verbindung, ja. Und ich habe hier das so in den Karten, dass das was bringen wird, das ist keine Arbeit, die umsonst ist. Man wird die Resultate sehen können und das wird euch auch zusammenschweißen. Das ist jetzt nicht so, dass das eine aussichtslose Situation ist zwischen euch beiden. Im Gegenteil. Einige von euch haben jetzt die Möglichkeit oder machen jetzt einfach das, was sie tun sollten. Das gilt auch hier für dein Gegenüber. Dass das jetzt endlich hier einfach gemacht wird, dass man sich zum Beispiel auch darauf einlässt. Und
Der Ritter der Schwerter, bei dem Ritter der Schwerter, da ist eventuell noch irgendetwas anderes irgendwo im Hintergrund, denn ich habe hier diesen Drachen, ja. Und das könnte natürlich hier auch sein, dass bei dem Ritter der Schwerter da noch irgendetwas ist. Das muss nicht unbedingt eine Person sein, kann aber auch eine Person sein, die sich so ein bisschen auch negativ auswirkt oder dein Gegenüber, wenn das dein Gegenüber ist, daran hindert, zu dir zu kommen. Das könnte es natürlich auch du sein. Und du wirst von irgendetwas, einer Person oder einer Sache, einer Angelegenheit daran gehindert, so richtig loszulegen. Ja, aber das tritt jetzt langsam in den Hintergrund, was ich hier so sehe. Dieser Drache verzieht sich, ja, zieht von dannen, verschwindet, weil diese Situation oder diese Person irgendwie jetzt so merkt, oder es ist einfach alles so, hat sich alles gedreht, hat sich alles so entwickelt, dass der Weg jetzt frei ist, ja, für den Ritter der Schwerter und die zwei der Kelche. Die zwei der Kelche, das ist die geliebte Liebe, das ist die Verbindung, das ist der Austausch, das ist auch hier die Kommunikation. Ich habe direkt das Ass der Schwerter daneben, also es ist auch die Kommunikation. Ihr werdet gemeinsam zum Beispiel alles besprechen können. Ach ja, hier habe ich auch noch, bei euch ist es halt so, dass eine Person, du oder dein Gegenüber, etwas vielleicht ein bisschen, ja, nicht ganz stark, etwas passiver ist und die andere Partei etwas aktiver ist. Das sieht man auch hier im Kartenbild. Das bedeutet aber nicht, dass keine Gleichberechtigung da ist, weil ich habe euch hier auch als gleichberechtigte Partner im Kartenbild drin, ja, mit den Rittern. Und die zwei der Kelche, das ist die gelebte Liebe, das ist der Liebesaustausch. Du sollst jetzt wissen, dass wenn es dem noch nicht so ist, dann ihr werdet gemeinsam in den Austausch treten. Die Gefühle werden fließen, die Gefühle werden ausgetauscht werden. Ich habe hier die Liebe, ich habe hier die Gefühle, die positiven Gefühle gegenseitig. Das ist hier nichts, was einseitig ist. Diese Gegenseitigkeit habe ich hier ganz stark in den Karten und diese Gegenseitigkeit wird auch bleiben, was ich hier so habe. Also, dass man sich austauscht, dass man auf Augenhöhe ist, dass man auf einer bestimmten Ebene habt ihr irgendwie was gemeinsam. Ja, obwohl ihr vielleicht ganz unterschiedlich seid, ja, Schwerter und Münzen, aber trotzdem, ihr habt was gemeinsam. Und diese Gemeinsamkeit, wenn sie noch nicht gefunden worden ist, dann wird sie gefunden werden. Ihr werdet euch ganz gut verstehen. Ich habe hier im Hintergrund das Herz, zwei Schmetterlinge, zwei Kelche. Also das ist auch hier eine angenehme Stimmung. Streitereien oder irgendwelche komplizierten Sachen werden beiseite gelegt, spielen keine Rolle mehr. Man hat einfach den anderen im Fokus. Ja, den anderen im Fokus und konzentriert sich auf das Gegenüber. Und alles andere spielt fast, würde ich sagen, hier gar keine Rolle mehr. Und dann kommt noch eine Chance bei euch rein, ja? Ich habe das hier so, vielleicht steht irgendeine Entscheidung an. Man muss alles nochmal besprechen und klären, weil hier sieht es nämlich sehr schön aus mit euch beiden. Es ist einfach, der Austausch ist da. Und zwar der Liebesaustausch. Von Herz zu Herz, Gespräche sind möglich. Gefühlvolle Gespräche, gefühlvolles Zusammensein. Aber könnte sein, dass bei einigen von euch einfach zu wenig gesprochen wird. Das kann natürlich auch sein, ja? Deswegen, falls das so sein sollte, falls es so ist, dann habe ich hier das Ass der Schwerter. Und das Ass der Schwerter, das ist die Chance, alles klarzustellen. Die Unklarheiten mit den Unklarheiten aufzuräumen, die Unklarheiten zu beseitigen, sie einfach aus der Welt zu schaffen. Es ist hier auch ganz klar zu sehen, dass eine klare Linie dann verfolgt wird in dieser Verbindung, weil ihr werdet in eine Verbindung gehen. Und wenn das unklar sein sollte zu diesem Zeitpunkt hier, wo ihr euch so gut versteht, ob das eine Verbindung jetzt ist oder nicht,
ob das jetzt eine Beziehung werden kann oder nicht, dann wird man darüber sprechen, dann wird die Chance kommen, dass auch, klarzustellen, das auch klar zu kommunizieren und sich auch hier die Chance ergreifen und einfach vielleicht spielt, wie gesagt, im Hintergrund irgendwie noch etwas Kompliziertes eine Rolle, mit dem einfach zu brechen, das für alle mal hinter sich zu lassen, ja, diese unangenehmen Verbindungen, die einen, vielleicht dich oder dein Gegenüber, vielleicht euch beide noch irgendwo da fesseln, zurückhalten, ja, von dieser schönen Verbindung, von dieser schönen Beziehung hier abzuschneiden mit dem Schwert, ja. Einfach diese Verstrickungen aufzulösen durch Gespräche, durch Kommunikation oder einfach durch Handlungen. Denn man kann natürlich auch hier das Schwert ergreifen und die Vergangenheit sein lassen, ja, die Klinge schwingen. Und die Chance werdet ihr haben, wirst du bekommen, wird dein Gegenüber bekommen. Und ja, es sieht weiterhin sehr gut aus. Du sollst jetzt wissen, dass dadurch, durch diese Klarheit, durch diese Verbindung, durch diese Verbundenheit, durch dieses Gefühle fließen lassen, Gefühle ausdrücken und auch die konstruktiven Gespräche habe ich hier, konstruktive Gespräche, sehr gute Gespräche, die auch irgendwie was mit der Zukunft, mit eurer gemeinsamen Zukunft zusammen zu tun haben, wie sich das Ganze auch entwickeln soll, habe ich euch dann in einen neuen Zyklus zusammen aber gehen, ja. Eine neue Ebene wird von euch beiden betreten, etwas Neues wird für euch beginnen. Ihr werdet einfach den Grundstein legen, vielleicht sogar, ja, für eine neue Entwicklung. Das ist die Welt. Das ist, das Alte hört auf, das Neue beginnt, aber das muss nicht komplett was anderes sein wie eine Transformation, sondern es geht mit euch beiden weiter hier, nur auf eine andere Art und Weise, weil der alte Kreislauf hat sich geschlossen, wurde wie ein Level, ja, bei einem Videospiel, du hast es geschafft und jetzt fängst du ein neues Level an. In einem Videospiel. Ja, sowas könnte man hier auch sehen. Du hast hier daraus gelernt, du hast das getan, was getan werden sollte. Ihr habt zusammen gemeinsam das erreicht, was auf dieser Ebene zu erreichen war. Mehr war einfach nicht drin. Und deswegen warten auf euch jetzt neue Herausforderungen. Eine neue Art und Weise, miteinander umzugehen, miteinander zu sein. Ja, hier. Es kann auch sein, dass ihr einfach eine Reise gemeinsam machen werdet. Vielleicht ein Tagesausflug oder ein Wochenendtrip könnte hier auch sowas sein. Ja, oder vielleicht eine längere Reise. Ich brauche gar nicht zu mischen. Die Karten springen einfach so heraus. Das ist so eine, wenn du mit sowas anfangen kannst, eine sehr angenehm explosive Energie, also eine starke, ziemlich schnell fließende Energie habe ich hier in diesem Kartenbild. Und das ist hier ein Wunsch, etwas, was du haben willst, eine vielleicht so in Anführungsstrichen eine Begierde, ja, also du begehrst etwas jemanden oder es ist einfach, du willst etwas ganz, ganz, ganz doll und auch die Hoffnung habe ich hier nochmal, ja, ich habe hier die Hoffnung und ich habe hier auch nochmal die Hoffnung, also die Hoffnung spielt hier eine große Rolle und nimm dir das vielleicht zu Herzen oder betrachte das ganz, ganz einfach mal, wieso es bei dir um die Hoffnung steht. Denn aus dieser Hoffnung wird hier etwas entstehen, wird sich etwas entwickeln können. Und dein Wunsch ist auch wichtig hier. Was begehrst du? Was willst du haben? Welcher Wunsch soll sich denn hier für dich erfüllen in Verbindung mit deinem Gegenüber, in Verbindung mit dieser Beziehung? Also, mal es dir zum Beispiel aus, wie das Ganze aussehen soll, wie sich das Ganze entwickeln
soll. Es gibt viele Videos auf YouTube, wie man Wünsche sich erfüllen kann, was man da machen soll, auf welche Art und Weise. Such dir eine aus, die dir am besten passt, wo du merkst, ja, das passt mir jetzt, ist nicht zu kompliziert, ich kann das machen, weil wenn du zum Beispiel irgendetwas auswählst, was kaum für dich durchführbar ist, wo du nichts damit anfangen kannst, und das bringt nichts, ja. Also such dir etwas aus, wo du merkst, ja, das ist nicht zu anstrengend, das ist nicht zu kompliziert, ich verstehe das. Ich weiß ganz genau, was die meinen und was ich machen soll. Und dann arbeite daran, mal es dir aus, mal dir die Zukunft aus und arbeite an deinem Wunsch, das, was du haben willst, dass sich das auch erfüllt. Das habe ich hier in der Karte, denn dein Wunsch kann sich hier ziemlich schnell dann erfüllen, weil diese Energie so explosiv ist. Es steckt viel hier drin in dieser Kartenlegung und deswegen wird mir hier angezeigt, das solltest du jetzt wissen in Sachen Liebe, dass das für dich jetzt leicht möglich sein wird. Das wird nicht so kompliziert sein für dich, dass ihr hier diese Entwicklung miteinander durchleben könnt, ja, zum Beispiel. Vielleicht ist das hier schon passiert oder passiert gerade jetzt, aber dann kommt noch das und dann kommt noch ganz zum Schluss die Welt und etwas Neues wird für euch beginnen. Also, pass auf, was du dir wünschst. Es könnte Realität werden, ja, und zwar ganz schnell. Und ich bin jetzt am Ende dieser Legung, bedanke mich bei dir ganz herzlich. Vielleicht magst du mir eine kleine Spende zukommen lassen, wenn dir zum Beispiel dieses Video gefallen hat. Du unterstützt damit meinen Kanal. Vielleicht möchtest du aber auch Kanalmitgliedschaft abschließend Kanalmitglied hier bei mir werden. Das ist natürlich auch eine große Stütze für mich, für meinen Kanal. Und natürlich bekommst du auch dafür etwas von mir. Und zwar Legungen, die nur für Kanalmitglieder bestimmt sind. Ja, und nur Kanalmitglieder können diese Legungen sehen. Diese Legungen sind zeitlos. Also wenn du Kanalmitglied wirst, dann sind diese Legungen auch für dich, auch wenn die schon zum Beispiel schon vor 2 Wochen reingestellt worden sind von mir. Das gilt natürlich auch für alle anderen Videos, die sich hier auf meinem Kanal befinden. Die meisten sind zeitlos. Und ja, ich bedanke mich nochmal bei dir ganz herzlich. Schön, dass du da warst. Wünsche dir einen schönen Tag, eine wunderschöne kommende Zeit. Vielleicht bis zum nächsten Mal. Namaste.